Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Schön, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind hier mit einem neuen Video. Viele, viele, viele Leute haben mich gefragt, ob ich bitte auf den Madden 23 Trailer reagieren kann. Ihr wisst vielleicht, vielleicht doch nicht, ich bin kein großer Fan von Reaction-Videos. Zumindest nicht von so, wo halt kein Content bei rauskommt, sondern wo man da sitzt und sagt, oh, wow, krass, guckt euch das an, wow. So bei Musik zum Beispiel, das ist was ganz anderes, aber da ist dann halt auch immer mehr Analyse drin und sowas, das mag ich, die heißen halt nur auf YouTube Reaction-Videos. Ich versuche meinen Input zu geben, wir gucken uns das Ganze an, einfach weil da sehr viel wirklich der Wunsch von euch kam. Also ich gehe auf sowas natürlich auch ein, selbst wenn ich da selber nicht der allergrößte Fan von bin, aber ich habe den Trailer tatsächlich noch nicht gesehen, bin dementsprechend auch gespannt drauf. Ich hoffe, er ist jetzt nicht allzu lang, mal gucken, muss ich gleich raussuchen. Aber ja, ansonsten, heute startet die ELF, die European League of Football. Wir haben die Cologne Centurions gegen die Istanbul Rams. Das Ganze ist, glaube ich, 17 Uhr. Spiel müsste auf RAN übertragen werden, ran.de. Das heißt, da könnt ihr das gucken ohne den ELF Game Pass, so wie ich es verstanden habe zumindest. Zur Feier des Tages hat Candy Cowboy nicht nur 21% Rabattcode erstellt. Also wenn ihr da Bock drauf habt, könnt ihr Code NGG20 benutzen. Und ich habe davon nichts, deswegen muss ich das hier oben nicht kennzeichnen und was auch immer für die Leute, die sich da mal Sorgen drüber machen. Und gleichzeitig kann ich an einen von euch eine 25€ Mystery Box verlosen. Wenn ihr da Bock drauf habt, dann schreibt in die Kommentare einfach irgendeinen Kommentar, am besten einzeln Candy Cowboy und dann zum Beispiel Instagram und euren Instagram-Namen. So wie ich euch halt sagen kann, dass ihr gewonnen habt. Manchmal schreiben Leute nur, ey, du kannst mir das per E-Mail sagen, ohne dann ihre E-Mail-Adresse dazu zu schreiben. Das hilft mir halt nicht sonderlich weiter. Das heißt, im Idealfall schreibt ihr Candy Cowboy, nächste Zeile, Instagram, nächste Zeile, wie ihr auf Instagram heißt. Und dann kann ich das Ganze verlosen. Vielen Dank an Candy Cowboy. Alright, das ganze Video scheint nur 1,19 lang zu sein. Ich hoffe, der Sound nimmt mich nicht allzu sehr aus dem Game und lässt das Video geclaimed werden. Aber selbst wenn, dann ist es halt so. Und ja, wir gucken mal rein. 1,19 ist schon mal ganz cool. John Madden changed the foundation of football, teaching, coaching, okay. Also erstmal, John Madden ist übrigens auf dem Cover, wer das noch nicht mitgekriegt hat. Das ist ein Cover, was quasi absichtlich nach einem alten Cover designt wurde. Sieht quasi genauso aus, bloß ein bisschen modernisiert. Finde ich ganz cool. Auch, dass sie da jetzt irgendwie nichts Neues gemacht haben. Klar kann man kritisieren und sagen, hätten sich was Neues ausdenken können. Aber das finde ich eigentlich in Ordnung. To further his vision of sharing real football, we've created FieldSense. Oh, okay, FieldSense, das ist jetzt hier unten. Gameplay System only available. Ja, okay, logischerweise on New Gen. An all new gameplay system. FieldSense changes the foundation of how you play. Changes the foundation of how you play. Ich will eigentlich Bilder sehen davon, wie es im Gameplay aussieht. All over the field. Control to put the ball. Control to put the ball, okay. Okay, in dem Bereich, ich hoffe, das springt nicht so im Spiel, weil das ist ein Frame. Das und das ist jetzt der nächste Frame im Video. Crossbody Deadeye Bullet Pad, okay. Aha, 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 weg vom Safety geworfen, okay. Oh, Digga, geh doch nicht so schnell. Okay. Mhm. Die Frage ist, wo ist das Ding, wenn man es nirgendwo hinsteuert? Ist es dann automatisch einfach in der Mitte davon? Plus, warum ist die Coverage schon wieder so schlecht? Also ich nehme nicht an, dass es repräsentativ ist. Aber was macht er? Tackle doch! Er steht halt einfach rum. Aiden Hutchinson würde nie im Leben einen Tackle verpassen, wollte ich nur mal sagen. Wow, wow, wow. New Mechanics, stand da was, oder? War das nur Eye Candy? Wide Receiver DB Mechanics, New Field Sense. Ja, okay, war toll. Coole neue One-Handed Catches. Sorry, ich weiß, ich drücke gerade sehr viel auf Pause, aber so, also, das ist halt wirklich für irgendwelche 10-Jährigen, no offense, falls ihr 10 seid, die jetzt zu Hause sitzen, Alter, die haben das Peace-Zeichen in Madden, ha!
speed. Field Sense gives you the power to read, react, and hit everything. Oh. Mid-air knockouts. Nein, Mann! Was so? Ach, ist egal. Der Quatsch hier. Mid-air knockouts ist eine der Sachen, die mich am meisten aufregt dieses Jahr. Es ist immer, wenn man den Ball fängt, dann sind die Receiver schon so halb am Runterkommen, dann kommt der Kontakt und dann gehen die wieder hoch und schmeißen den Ball irgendwo hin. Oh, warte, da stand wieder nur. Ey, ich mache hier alle 10 Hundertstel Sekunden. Ah, ist egal. So when coach says, play like hell when I tell you to. Oh man. You can. Play like mad with Field. Okay, gut. Der Trailer hat uns letztendlich gar nichts gesagt. Aber findet ihr auch, dass es irgendwie einfach genauso aus. Also vom. Klar, die haben jetzt keine neue Engine und sowas. Not all images appear in-game. Ja, okay. Wow. Das sieht einfach genauso aus wie Madden 22, oder nicht? Warte, was. Weil. Mann, keine Ahnung. Ich weiß es doch auch nicht. Wenn wir mal Wiedergabegeschwindigkeit 0,5 und gucken uns den ganzen Kladderadatsch jetzt an. Denn irgendwie das ganze Gameplay-Zeug, was wir sehen, also das jetzt hier nicht, logischerweise, sondern das hier auch nicht, sondern das, wenn man quasi die richtige Madden-Kamera-Einstellung hat. Das hier. Es könnte 1:1 Madden 22 sein, abgesehen von diesem Kreis halt und davon, dass das Scoreboard wieder ein kleines bisschen anders geworden ist. Momentum ist immer noch da. Ich hoffe, man kann es ausstellen dieses Mal. Ja, Amon Ross und Brown, ja, jemand rennt. Das sieht auch noch exakt genauso aus. Das sieht ganz cool aus, wie er cuttet, aber das Ding ist halt, das ist nicht Gameplay. Deswegen weiß ich nicht, ob es drin ist. Die Animation ist 1:1 schon im Spiel, wie er gerade den One-Handed-Catch hatte. Jetzt freuen wir uns alle über das Peace-Zeichen. Das sieht gut aus, aber der Helm ist fatal. JC Horn. Ach nee, weiß ich nicht. Also, keine Ahnung. Das Ding ist, wir können nicht so extrem viele Schlüsse ziehen. Was sagen die Kommentare? Ja, bla bla bla. Ey, blöder Quatsch. Also ja, macht's für meinen Kanal, aber nicht für Brandkanäle. Oh, it would be nice, cool, good features from 2000 Madden games put in game over, yeah. There's no one better in the business than EA at repackaging and marketing things that have already been in the game and selling them as new and revolutionary. It's honestly impressive. Das ist genau mein Punkt. Die sagen Sachen im Video, von wegen, oh, die sind neu und toll und bla, die gibt's schon die ganze Zeit. Diese Knockouts aus der Luft, es ist halt nicht nur so, dass es das schon die ganze Zeit gibt. Es ist eine Sache, die extrem viele Leute nervt. Und die tun so, als wäre es so ein krass neues Feature. Cool, I see a lot of the exact same animations, like the receivers coming off the line against the corner and press man situations. Expecting the same exact game this year. I just want an actual intelligent defense that doesn't just stand there as people use cheese plays. Mein Mann, ich würde es liken, aber ich bin nicht angemeldet, ich bin in einem Incognito-Tab. So, Field Sense is this year's buzzword, the question is, will actually. Ja, das ist das Ding. Gerade in Jahren, wo nicht wirklich was Neues kommt, ist immer ein Feature, was sie so extrem über den grünen Klee loben. Und es scheint dieses Jahr Field Sense zu sein. Oh man. Das ist das Ding. Das ist das tolle neue Feature. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, dann cool. Wenn nicht, schwer. Alles klar, das war's mit dem Video auch schon. Lasst mir bitte eure Meinung zum Trailer da. Ich will nicht sagen entsetzt, ich bin auch nicht enttäuscht, weil das ist auch Quatsch. So, wir wissen es inzwischen, oder ich weiß es inzwischen, aber es ist leider das, was ich erwartet habe. Und gleichzeitig das, was ich befürchtet habe. Meine Erwartungen und meine Befürchtungen waren exakt gleich dieses Jahr. Das Gute ist, wenn man nicht viel erwartet, wenn man keine großen Hoffnungen hat, dann kann man halt nicht enttäuscht werden.
Das ist mein Lebensmotto. Aber sieht echt nicht gut aus. Natürlich werde ich spielen, macht euch keine Sorgen. Wenn ihr gerne Madden-Videos auf meinem Kanal seht, die werden kommen, kein Stress. Die Frage ist, wie lange, wann ich den Spaß dran verliere, ob ich den Spaß dran verliere. Vielleicht habe ich super Spaß nächstes Jahr, von vorne bis hinten, wer weiß. Aber ich werde natürlich gerade im Herbst Madden-Content bringen. Hoffe, ihr habt da Bock drauf. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Wenn ihr neu seid, nichts mehr verpassen wollt in Zukunft, dann abonniert einfach. Und ich hoffe, wir sehen uns alle im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.